Ja, und damit herzlich willkommen zu dem zweiten Part, den wir heute hochladen werden. Ich wollte das eigentlich auf nächste Woche verschieben oder auf zumindest auf ein paar Tage später. Aber wir spielen jetzt Hospice. Das ist die dritte Karte von Slender, sagen wir es mal so. Weil diese zwei Karten, die wir neu rausgebracht wurden, sind ja nicht vom Originalmacher. Der Originalmacher, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, hat ja nur die Original-Map entworfen. Diese sind von zwei anderen Leuten weiter entworfen worden. Was wir hier gleich merken, die Karte ist eng, verdammt eng, dunkel. Und die ist genauso wie verwinkelt und so ein großes Labyrinth wie die alte Karte. Dementsprechend haben sie die Macher einfach gedacht, packen wir mal ein paar Hilfen hier ein und wir können jetzt Glowsticks verteilen. Ja, unsere erste Seite. Beziehungsweise unsere zwei ersten Versen von einem Gedicht. Hier müssen wir nämlich keine Seiten suchen, also Seiten im eigentlichen Sinne, sondern ein Gedicht vervollständigen. Es sind wieder insgesamt 8 Seiten, wobei jede Seite 2 Lines gibt und dementsprechend kommt es aufs Gleiche wieder raus. Also wir müssen eigentlich nur wie immer 8 Seiten suchen. Ist ein bisschen verwirrend hier so gemacht, aber gibt Schlimmeres. Ja, was ich dazu noch sagen wollte, im letzten Teil hat man mich ab und zu mal extrem atmen gehört. Dazu kann ich sagen, dass ich aufgrund der Atmosphäre schon aufgeregt war und deswegen öfters mal zu hören war von meiner Atmung. Ich bitte dies zu berücksichtigen und zu verzeihen. Also ich werde versuchen, in diesem Part ein bisschen weniger laut zu atmen, damit ihr nicht alle Hintergrundgeräusche von mir mitbekommt. Und ja, dann denke ich mal, dass wir hier ein bisschen hier jetzt mal richtig durchstarten. Wenn ich auch gerade ein bisschen lauter geredet habe, dann bitte ich auch, dies zu verzeihen. Ich kann meine Lautstärke jetzt im Moment von der Aufnahme nicht so gut einschätzen und bin deswegen ab und zu mal lauter, damit ihr eventuell die wichtigeren Sachen direkt auf jeden Fall mitbekommt. Und ja, manchmal gebe ich auch nur dummes Gewäsch von mir und dann muss man das ja auch nicht direkt mitbekommen. Ja. Wir haben wieder diesen netten Sound, der erst in einer anderen Karte dazugekommen ist. Ja, gerade war kurz die Framerate unten. Ja. Ja. Die Framerate ist gerade auf ein Bild runtergegangen. Wenn das weiter so geht, werde ich diese Aufnahme abbrechen und wir kümmern uns, dass dieses Problem gelöst wird und werden dann eventuell auch diese Aufnahme dann hochladen, damit ihr wisst, was los ist und wie der Stand von dem Wissen ist, von dem Spiel und allem. Werden diese aber dann, ja, wenn das weiter so leckt wird, werde ich wahrscheinlich auch recht schnell erwischt und dann wird das dementsprechend sowieso ein kurzer Part. Oh, da war er schon. Ich habe ihn gesehen. Ich hoffe, ihr auch. Also, man konnte ihn gerade nicht ganz so gut erkennen. Da war wirklich nur er selbst als Schatten zu erkennen. Und dann waren nur seine Umrisse zu ersehen. Ich wollte jetzt aber nicht extra ranzoomen oder ähnliches, damit ich nicht direkt hier erledigt werde. Ich finde das ja immer ganz nett, dass hier Ausschnitte von den Camps von einzelnen Leuten hier aufgezeichnet werden. Ah, PewDiePie. Ja, für alle Leute, die PewDiePie nicht kennen, es ist ein schwedischer Let's Player, ich glaube schwedischer, bitte berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Er spricht Englisch, kommt aber ursprünglich aus Schweden, also wenn ich jetzt hier was Falsches sage, nicht sofort Dislikes geben und könnt ja unten in den Kommentaren reinschreiben, ob ich recht hatte oder ob ich da falsch lag. Aber ich meinte, es war ein schwedischer Let's Player.
Ihr könnt euch auch seine Let's Plays mal angucken. Ich habe mich köstlich amüsiert und ihr werdet das sicherlich dann auch machen. Wir haben bereits unsere nächste Seite. Das geht ja ganz schön flott hier. Wir haben bereits 10 von 16. Ja, das ist schon ganz gut, glaube ich. Ich glaube, so der Durchschnitt von dem, was ich gehört habe, liegt so bei 12 Seiten. Also, wenn wir noch eine Seite finden, sind wir so im Durchschnitt drin. Und ich finde, wenn er uns dann erwischt, müssen wir uns dafür nicht schämen. Dann können wir sagen, ja, wir sind zumindest an den Durchschnitt im Durchschnitt. Und dann wäre ich auch zufrieden. Ja, und da kommen wir eigentlich her, aber ich wollte jetzt nochmal wirklich in diese Richtung gehen. Da waren wir eben. Ich versuche jetzt mal hier alles schnell hinter mir zu bringen, damit die Framerate nicht wieder hier alles behindert. Denn was ist schlimmer an einem Horrorspiel, wenn das am Laggen ist? Wenn man gar nicht mitkommt mit der Person, was sie gerade erzählt und ja, ich werde vielleicht hier erwischt und ihr seht es gerade noch nicht und ich finde, das reißt einen total aus der Atmosphäre raus und das wäre auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Weil ihr sollt euch ja auch hier bei diesem kleinen Let's Play auch ein wenig gruseln. Aber bei meinem Gewäsch, bei meinem dummen Gewäsch hier gerade. Ja. Wir wurden dieses Mal recht schnell erwischt. Da haben wir unser schönes Gedicht. Ich werde es jetzt nicht vortragen. Ihr könnt es euch durchlesen. Weil ihr könnt ja auf Stopp drücken. Und ja. Das waren erstmal alle Maps, die zurzeit veröffentlicht wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist. Es sollten, glaube ich, noch ein, zwei Maps jetzt am August rauskommen. Und es waren danach noch ein, zwei weitere geplant. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie der aktuelle Stand ist. Wir werden auf jeden Fall, der Winnie und ich, mal gucken, ob wir die auch machen. Jetzt wurden wir recht schnell erwischt. Und da diese Map dann nach dem Sanatorium kam, werde ich mal denken, dass es immer schwieriger wird, weil die meisten Leute durchschauen natürlich auch den Sinn des Spiels, die Schwierigkeiten des Spiels und dementsprechend lassen sich die Hersteller immer mehr einfallen, damit das Spiel schwieriger und gruseliger wird. Dann haben wir jetzt diesen Glockensound, der dazugekommen ist in den letzten beiden Spielen, die verwinkelten Räume, wobei Sanatorium ja am Anfang noch einsteigerfreundlich war mit den weiteren Gängen. Und ihr habt ja gerade gemerkt, der Slenderman, der kam wirklich unglaublich schnell. Er hat sich wirklich unglaublich schnell hierhin teleportiert. Und man hatte wirklich keine Chance noch auszuweichen in diesen engen Gängen. Und man hatte wirklich keine Hinweise bekommen, dass er hinter einem steht. Im Sanatorium konnte man theoretisch noch an ihm vorbeilaufen, wenn man ihn denn rechtzeitig sieht. Und ja. Wie gesagt, die heben anscheinend die Schwierigkeit in jedem Spiel an, versuchen durch neue Melodien und alles, Melodien, Soundtrack, wie man es auch jetzt sagen möchte. Manche sagen ja, Musik ist zu viel dafür gesagt, weil es ja nur ein kleiner Sound ist. Ja. Ich würde mal so sagen, das war's von mir heute. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt bei diesem kurzen Let's Play von der zweiten Map auch noch Spaß beim Zugucken und hoffe, dass ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es heißt Slender. Und bis dahin könnt ihr euch noch an den anderen Let's Plays erfreuen von Winnie. Und wir hören uns bald wieder. Euer Martin. Bis dann.